Muss ich in der Gemeinde mitarbeiten? Eine hochspannende Frage, mit der ich mich heute mit dir gerade kurz beschäftigen möchte. Rein theoretisch müssen, tun wir gar nichts. Wir müssen hier nicht das tun. Ich würde mich auch freuen. Ich muss nicht vorne predigen. Ich lehne mich einfach nächsten Sonntag zurück und genieße einfach mal, die anderen das machen zu lassen. Ist doch eigentlich gar nicht so verkehrt. Manchmal. Aber auf der anderen Seite verpassen wir eine enorm große Chance. Wir verpassen es, unterwegs zu sein mit Gott, in unseren Diensten der Gemeinde, zu erleben, wie er uns dazu befähigt, aber auch zu erleben, was er durch uns macht. Wir verpassen, einfach mit dabei am Geschehen zu sein. Wenn wir uns einfach nur zurücklehnen, dann hören wir dann von den tollen anderen Leuten, wie sie Zeugnis geben über das, was sie mit Gott erleben, und wundern uns manchmal zu Unrecht eigentlich dann, warum ich Gott nicht erlebe. Kein Wunder, wenn wir uns nur zurücklehnen. Daher ist es gut und wichtig, mitzuarbeiten. Der andere Punkt, der viel stärker eigentlich auch ist, warum du mitarbeiten solltest, ist die Frage des Christseins. Als Christ sagt die Bibel ganz deutlich, jeder Christ, jeder, der glaubt, bekommt eine Geistesgabe. Eine Geistesgabe, wo Gott dich befähigt hat für etwas. Diese Geistesgaben sind nicht dazu da, damit du dich profilierst, damit du vorne stehst und sagst, hey Leute, guck mal, wie stark, wie super ich bin. Sondern es geht eigentlich nur darum, Gemeinde zu bauen. Du bist ein Baustein der Gemeinde. Gott hat dir eine Gabe gegeben, mit der du in der Gemeinde dienen sollst, damit du mit den anderen Gemeinde baust und auf der Welt hier Gott verherrlicht. Die Leute sollen sehen, hey, guck mal, die leben anders, die sind anders im Umgang miteinander. Und dafür brauchen wir dich. Ich freue mich immer, wenn wir Leute bei uns in der Gemeinde neu begrüßen dürfen. Wenn Leute zum Glauben kommen, beziehungsweise auch von woanders herkommen. Weil das bedeutet, dass wir noch nicht perfekt sind. Wir brauchen sie, um weiter hier Gemeinde zu bauen. Um weiter Gemeinde hier in Worms zu bauen, brauchen wir auch die anderen Leute, die neu dazukommen. Und darum ist es so wichtig, dass wir alle mit anpacken. Stell dir einfach mal vor, du stehst auf einer Baustelle. Zwei Leute sind am Arbeiten und die 10 anderen lehnen sich nach hinten, gucken geschmeidig zu und freuen sich, wie diese 2 Leute versuchen, das zu tun, was eigentlich die anderen tun sollten. Wenn der eine mit der Gabe, der eine kann gut Dach decken, aber auf einmal muss er anfangen zu mauern, weil der Maurer sagt, nö, ich lehne mich zurück. Leute, lasst uns gemeinsam Gemeinde bauen, indem wir uns mit einbringen, indem wir mitarbeiten und das an unterschiedlichen Stellen. Nicht nur einfach hier, ich gebe dir meinen 10., sondern wirklich praktisch mitarbeiten. Sei es in der Kinderstunde, sei es an technischen Sachen, sei es hier oder da. Möglichkeiten gibt es genug in der Gemeinde. Ich wünsche viel Spaß, viel Freude in deinem Dienst und dass du einfach erleben darfst, wie Gott dich gebraucht. Euch noch einen schönen Tag.